hallo, mein Name ist Klaus Schwager, better known as Mr. Ose oder als Benno. Ich bin seit 18 Jahren, also solange es die Ose gibt, der Org-Team-Chef, hat sich so ergeben. Ich bin am meisten mit der ganzen Geschichte inzwischen verwurzelt. Uns gehört eine Menge Herzblut und Liebe dazu, um das Event jedes Jahr aufs Neue so auf die Beine zu stellen und immer wieder etwas zu variieren. So haben wir beispielsweise dieses Jahr die Laufstrecke komplett umgekrempelt und nach 17 Jahren ein Rundenmodell zwei Runden draus gemacht. Das wird eine sehr spektakuläre Geschichte werden. Und wir haben erstmalig einen richtigen Einsteiger-Triathlon etabliert, nämlich am Sonntag die Ose Light in den Distanzen 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Mountainbike und 2,5 Kilometer Laufen. Und dann haben wir natürlich dieses Jahr das besondere Highlight, Europameisterschaft XTR. Das ist in der Tat wirklich wieder was Besonderes. Das dritte Mal inzwischen seit 2011 und 2016. Nun hier am Ose. Die Elite Europas trifft sich zur Europameisterschaft. Schirmherrschaft hat freundlicherweise und dankenswerterweise Fares Al-Sultan übernommen. Ein Weltmeister auf der Langdistanz, bekannt, eine Triathlon-Persönlichkeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er diese Einladung zur Schirmherrschaft hier angenommen hat. Und dass die Europameisterschaft ihre Schatten vorauswirft, das merkt man auch ganz deutlich an den Meldezahlen. Wir haben bereits jetzt über 400 Meldungen anliegen. Betrachtet man die Teams mal drei, sind wir also bei 550, fast 600 Teilnehmern. Inzwischen, das ist für diese Zeit ist das ein extrem guter Meldewert. Und ja, wir freuen uns auf insgesamt ca. 1200, 1300 Athleten, die also dann im August dieses herrliche Panorama dann hier live erleben können und unter dem Eindruck dieses Blickes über den Ose zum Hochwald dann ihren Wettkampf absolvieren. Ja, dass die Elite Europas und auch teilweise die Weltelite die Gelegenheit einer Europameisterschaft hier nutzen wird, um zu zeigen, was sie können. Ja, das merken wir schon an den Zusagen, die wir bis jetzt bekommen haben. Bei den Männern erfreulicherweise der amtierende Weltmeister Bradley Wiles, Südafrika. Sam Osborne, Neuseeland wird wieder dabei sein. Ja, aus deutscher Sicht, ja, wir haben auch einiges zu bieten. Jens Roth beispielsweise wird hier die Fahnen hochhalten. Hannes Wolpert und noch, glaube ich, zwei, drei weitere Elite-Starter. Bei den Frauen ist noch traditionell noch nicht ganz so doll, das kommt aber auch noch. Brigitta Buhr hat ihr Kommen angesagt. Helena Karaskova, die Tschechin, die auch schon ein paar Mal hier am Ose gewonnen hat und auch ja, zu den Führenden in der Welt zählt. Und wir werden sehen, es werden noch einige Franzosen und Französinnen hier auflaufen, ganz sicher. Eine Spanierin hat gemeldet. Also wir werden wieder ein Elitefeld von vermute mal so 70 Teilnehmern haben. Das ist enorm. Ja, und so eine Location legt sehr nahe, dass man neben dem sportlichen Wettkampf auch ein bisschen Event noch macht. Und da bietet die Ose immer reichlich. Wir haben also wieder ein Ose Open Air am Samstagabend, Freitagabend die feierliche Eröffnung, auch mit Musik, im Rahmenprogramm, Kinderbelustigung. Also es wird wieder für die ganze Familie was, was zum Zuschauen, was zum Zuhören und natürlich auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Also Ose, drittes Augustwochenende, alles klar.